5 fatale Diätfehler, die du wahrscheinlich noch begehst. Und damit willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal einen Vlog in Oldschool-Format. Im Oldschool-Format, denn ich habe keinen Kameramann. Lena hat nämlich Klausurphase und dementsprechend, ja, muss ich mich selber filmen. Übrigens, schaut euch mal an, wie das ausschaut, wenn Lena mal weg ist. Ja, also, Lenchen, wenn du das siehst hier, ne? Demnächst mal ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen wieder. Warum sind die Stühle auch alle verschoben? Richtig komisch. Naja, wie dem auch sei, es geht hier nicht um, du isst zu viel, also du bist nicht im Kaloriendefizit oder sowas wie, du isst nicht genug Protein. Ich meine, das wissen wir wahrscheinlich bereits schon, also die meisten sollten es wissen, sondern es geht eher um, oder es geht eher um Fehler, die eher auch fortgeschrittene Leute machen. Für mich geht es direkt mal gleich ab ins Training und vorher gibt es natürlich, wie immer, für den ultimativen Pump, den Science Pre. Gönnt euch, Freunde, Link wie immer in der Beschreibung. Werbung aus Leidenschaft. Also, bevor ich hier komplett abschweife, gibt es erstmal den ersten Fehler. Übrigens bin ich selber, ne, in der Diät und nehme auch aktuell richtig gut ab. Ich gehe mich mal gleich wiegen. 6 Tage. Ich kann mit einer Hand leider nicht sechs zeigen. 6 Tage. Aber eigentlich 6 Tage bin ich gerade in der Diät. Und es läuft wirklich sehr gut. Also, komm, ich habe wieder zu viel Koffein genommen, ich merk's. Was ist der erste Fehler? Der erste Fehler ist, dass die meisten Leute nicht prozentual denken, was den Gewichtsverlust angeht. Also, du diätest und nimmst dir vor, irgendwie 500 Kalorien ins Defizit zu gehen oder auch 1000. Aber, was viel interessanter ist oder viel sinnvoller, wenn du hingehst und sagst, du willst jede Woche 1% deines Körpergewichtes zum Beispiel am Anfang verlieren. Denn dadurch hast du natürlich zum Beispiel die gesamte Fettmasse berücksichtigt, die du überhaupt hast. Und angenommen, ein Mädel mit 50 Kilo geht 500 Kalorien oder sagen wir mal 1000 Kalorien am Tag ins Defizit. Dann ist das gleiche, wie wenn ich 2600 Kalorien ins Defizit gehen würde, denn wir beide verlieren so roundabout 2% Körpergewicht pro Woche. Also, denk immer prozentual. Wenn du 1% abnehmen willst, dann bist du eigentlich am Anfang immer auf der sicheren Seite. Bei mir wären es jetzt 1300 Kalorien, die ich im Defizit sein sollte oder bin jetzt aktuell. Denn der Gewichtsverlust pro Woche ist irgendwo zwischen 1,1 und 1,2% angesiedelt. Und das heißt noch mehr, Freunde, ne? Und das ist auch absolut okay. Ich verliere keine Leistung, ich verliere keine Muskeln. Denn das ist das Gleiche, wie wenn jemand eben 50 Kilo wiegt und 500 Kalorien ins Defizit geht. Abhängig von der Körpermasse und natürlich, ihr wisst es auch, je leaner man ist, je trockener man ist, desto kleiner sollte das Defizit sein. Aber generell, wie gesagt, immer schön prozentual messen. Und jetzt schauen wir mal, was bei mir so ging. Ah, die alten Knochen, die machen es auch nicht mehr mit hier, ohne Kameramann. Also mit der Kamera und hier, was ich anhab, ja, könnt schon mal 2 Kilo dafür abziehen, weil das ist echt eine große Kamera. Checkt das mal ab. Echt der Gerät. Und das wiegt einiges. Also mal schauen, was die Waage so sagt. Was haben wir hier? 104,2. Und wenn wir jetzt die Kalkulation ausführen, 4 im Sinn, 3 im Hinterkopf, müsste ich 102,0 wiegen, komplett nüchtern und ohne Kamera und ohne Klamotten. Zufällig wog ich genau 102 heute Morgen, also habe ich da auf jeden Fall sehr, sehr gut gerechnet, Freunde. Und für mich geht es jetzt direkt ab ins Gym. Wie gesagt, 6 Tage Minicut und es läuft. Minus 1,6 Kilogramm jetzt schon. Weiter geht's. Kann mir mal jemand erklären, warum die meisten YouTuber im Auto anfangen, plötzlich mitzusingen? Scheint irgendwie dazuzugehören, irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich noch keine 100.000 Abonnenten habe. Vielleicht muss ich mal einfach im Auto öfter mitsingen. Erste Übung des Tages. Paused Bench Press, also pausiertes Bankdrücken. Mein Setup, das dauert immer so lange, bis ich das aufgebaut habe, aber es lohnt sich. Ich zeige euch mal ganz kurz gleich, was ich meine. Das ist das Setup. Also erstmal, damit wir hier nicht rumrutschen, ganz wichtig, Bänder drauf. Dann, damit wir die perfekte Höhe haben, zum einen die perfekte Höhe im Verhältnis zum Rausheben, als auch zum Ablegen, falls ich sterben sollte. Was nicht der Fall sein sollte in der Regel, aber man weiß ja nie. Und ansonsten, ja, ich kann also perfekt rausheben, perfekt ablegen,
als ich mal sterben sollte, habe genug Höhe für meine Beinchen, damit ich gut Spannung aufbauen kann. Also bestes Setup. Erster Satz durch. 130 Kilo pausiert für 6. War schon richtig anstrengend. Auch wenn das, glaube ich, in der Zeitraffer sehr, sehr easy aussieht. Aber ist auch, glaube ich, eine 30-fache Zeitraffer. Keine Ahnung, ob man überhaupt irgendwas erkannt hat. Aber ja, Freunde, es fängt ja nicht nur beim Setup da an, ne? Beim Bank-Setup, sondern auch beim Swag-Setup. Also ich habe hier Nike Roma Leos 3, glaube ich, weil ich gleich auch beuge. Deswegen habe ich hier schon mal angezogen. Das gleiche hier mit den SPDs. Das sind keine Bandagen, sondern Stulpen. Bandagen empfehle ich nicht. Und ansonsten der Gürtel für den Style. Heute mal alles in Schwarz. Mit roten Akzenten, Freunde. Ich bin heute richtig Stylomido am Start, muss ich sagen. So, da gönnen wir uns noch ein paar Sätze von. Und dann gibt es den nächsten fatalen Fehler. Zweiter Fehler sehe ich auch ziemlich häufig. Und zwar, die meisten Leute verschießen direkt am Anfang der Diät ihr Pulver. Das heißt, fangen direkt an mit 500 Milligramm Koffein oder meinetwegen 400, meinetwegen 300. Machen sich übelst die Bowls, Salatbowls, keine Ahnung, mit viel Gemüse, mit einer niedrigen Kaloriendichte. Und dagegen spricht doch erstmal nichts, aber im Laufe der Diät wird es ja immer härter. Und es wäre gut, dass du zum Beispiel einfach nicht so krass koffeinsensibel bist. Das heißt, fang am Anfang nicht so krass an mit dem Koffein, damit du später eben die Trumpfkarte hast, damit du später den Joker ziehen kannst. Wenn du am Anfang direkt mit Kartoffeln, viel Brokkoli und ja, all den Lebensmitteln hantierst, die eben eine sehr niedrige Kaloriendichte haben, dann trainierst du dir an, sehr viel essen zu können. Und am Ende der Diät wirst du das auf jeden Fall bereuen, denn dein Magen ist verdammt groß geworden, kann verdammt viel Nahrung vertragen, aber du hast nicht mehr so viele Kalorien übrig. Das heißt, fang am Anfang mit ein paar Lebensmitteln an, die eine gute Kaloriendichte haben, sage ich mal, für die Diät. Aber schwenk nicht komplett um. Und im Laufe der Diät, wenn es härter wird, wenn du nicht mehr so satt wirst, kannst du eher auf sowas zurückgreifen. Bei mir ist es so, dass ich meistens in den ersten, sagen wir mal, 16 Wochen der Wettkampfdiät mir meine Pizza mache oder Nachos esse oder was auch immer. Also recht kaloriendichte Lebensmittel, weil es eigentlich ziemlich gut geht und ich so trotzdem satt werde. Und in den letzten 4-5 Wochen steige ich eher um auf Kartoffeln und Co., weil ich eben mit den anderen Lebensmitteln nicht mehr so richtig satt werde. Und deswegen solltest du nicht dein Pulver am Anfang verschießen. Das gleiche gilt, wie gesagt, für Koffein oder auch fürs Cardio. Nächste Übung, die guten alten Belt Squats. Also Kniebeuge ohne Axialbelastung, ohne Hüftbeteiligung praktisch, weil man macht sich eben diesen Gürtel unten an der Hüfte dran und ist praktisch dann überhaupt gar nicht mehr von oben belastet. Richtig geil, wenn man gerade so einen heftigen Beinbeuger-Muskelkater hat, wie ich gerade. Und dementsprechend würde ich sagen, Belt Squats, richtig cool. Ist natürlich nicht so komplett wie eine normale Kniebeuge, ne? Ihr habt da auf jeden Fall kaum Blutbelastung, überhaupt keine Rückenbelastung. Aber für den reinen Oberschenkelwachstum richtig nice. So heftig die Übung. Also man merkt überhaupt gar nicht, dass es anstrengend ist. Man kommt einfach irgendwann nicht mehr hoch. Kann aber auch gefährlich sein, ne? Also falls man denkt, hey, geht easy und ja, man kommt dann nicht mehr hoch, dann wird's lustig, Freunde. Nächster Fehler. Und zwar, viele Leute diäten einfach viel zu strikt, obwohl sie keine Deadline haben. Also wenn du einen Wettkampf hast, dann kannst du nicht 10, 12 Tage später fertig sein. Wenn du aber irgendwas fliegt mich hier an, wenn du aber nur für den Sommer diätest oder um ein bisschen abzunehmen, um dich besser zu fühlen, um besser auszusehen, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn du mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, lass es 7 Tage in deiner Diät einfach, ja, mal sagst, hey, heute diäte ich nicht, heute habe ich Geburtstag oder heute gehe ich auf eine Party oder heute mache ich dies, heute mache ich jenes. Du wirst halt eben, wenn du an diesen 7 Tagen nicht im Defizit bist, einfach nur 7 Tage später an deine Endform ankommen. Ja? Natürlich, wenn du an den Tagen total ausrastest, dann lass es 2 Wochen sein. Aber schlussendlich, wenn du 10 Wochen diätest, dann kannst du auch 12 Wochen diäten. Und das Ding ist, wenn du einfach zu stark in deinem Film bist und auf alles verzichtest, dann verzichtest du natürlich auch irgendwo auf eine gute Zeit. Aber es kann sehr gut vorkommen, dass du irgendwann mal abbrichst, weil du sagst, komm, fuck off, das bringt mir nichts mehr, das macht mir keinen Spaß mehr. Aber wenn du das ganz easy angehst und sagst, hey,
da bin ich halt einfach mal einmal hier beim All-You-Can-Eat-Buffet mit den Jungs. Mach trotzdem, oder ich sag mal besser gesagt, ich raste trotzdem nicht aus. Dann hast du halt vielleicht einen Diättag verloren, lass es zwei sein. So what, kein Problem. Einfach weitermachen und dann später an der Endform ankommen. Fertig mit dem Training. Hat richtig, richtig gut geballert, Freunde. Alleine für die, ja, für den seitlichen Schulterkopf mache ich aktuell 7 bis 8 Sätze. Schwere Sätze, keine Aufwärmsätze. Aufpassen, ihr müsst hier kurz mal durch. Ja, genau so. Und ja, wenn der ein oder andere sich fragt, Sepp, warum machst du so viele Sätze? Dann ist die Antwort einfach, weil ich so viel benötige. Und wenn du wissen willst, wie viel Volumen du für irgendeine Muskulatur brauchst, dann hol dir unbedingt das Trainingspedia Pro. Denn mit der Hilfe der zahlreichen Guides dort kannst du ganz genau bestimmen, wie viel Volumen du für eine Muskulatur brauchst, um optimale Erfolge zu erzielen. Plus, du hast da das ganze Progressionsschema schon drin. Das heißt, du musst dir um nichts mehr Sorgen machen, nicht um die Volumenprogression, um die Intensitätsprogression und auch nicht um die Auslastungsprogression innerhalb eines Trainingszyklus. Und wenn du gar keine Ahnung hast, wovon ich rede, dann schau mal rein, wird dir mit Sicherheit einen großen, großen Mehrwert bieten. Nächster Fehler, viele Leute lassen sich einfach viel zu wenig Zeit für einen ordentlichen Aufbau. Das heißt, die Ratio, also das Verhältnis von Diät und Aufbau, ist ein bisschen unvorteilhaft. Und dazu habe ich mal auf Instagram vor 2-3 Tagen was geschrieben. Und zwar, ich würde immer empfehlen, mindestens eine Ratio, also ein Verhältnis von 4:1 zu fahren. Das bedeutet, wenn du 4 Wochen diäten willst, zum Beispiel 4 Wochen Minicut, dann solltest du mindestens 16 Wochen vorher im Aufbau gewesen sein. Und wenn du 10 Wochen diäten willst, dann solltest du schon, ja, gute 40 Wochen im Aufbau vorher gewesen sein. Denn ansonsten kann es passieren, dass du doch, ja, ein bisschen auf der Stelle trittst und nicht wirklich die Zuwächse verzeichnest, die du dir eigentlich wünschst. Denn seien wir mal ehrlich, Muskeln aufbauen, das tust du in der Diät nicht optimal. Und um richtig gut auszusehen, brauchst du einfach eine gewisse Muskulatur. Und dementsprechend achte auf jeden Fall auf ein passendes Verhältnis von Aufbauphase zur Diät. Und ich würde eine Aufbauphase nicht kürzer als 16 Wochen ansetzen. Das heißt, du könntest ja sagen, okay, dann mache ich ja 4 Wochen Aufbau, 1 Woche Diät. Das finde ich nicht so sinnvoll, dazu kann ich mal ein Video machen. Aber es hat etwas damit zu tun, dass Muskelaufbau erstmal nicht linear stattfindet und dass es auch ein Argument für ein gewisses Momentum gibt. Aber wie gesagt, das Video ist jetzt schon wahrscheinlich lang genug und ich will euch nicht an die Backe quatschen. Achtet auf jeden Fall auf einen Aufbau vorher, der mindestens 16 Wochen ging, und dann guckt, dass das Verhältnis ungefähr 4:1 ist. Also wenn es 3,5:1 ist, ist auch kein Problem. Aber 2:1, 1:1 halte ich eben nicht für optimal, um am Ende das beste Paket abzuliefern. Da der Auto ist echt nichts für harte Trainingseinheiten. Oh. Hallo, was hast du denn hier für ein Chaos hinterlassen, Linchen? Die Leute haben es gesehen, ich habe es gefilmt. Ich darf es nicht filmen. Hier ist es real. Hier wird nichts geschönigt. Ab morgen ist wieder alles sauber. Ja? Morgen hast du eine Klausur, ne? Ja. Ich drücke dir die Daumen. 1-0. Fun Fact, Lena heult die ganze Zeit rum. Oh, es ist so schwer. Oh, ich schaff's nicht. Und dann, 3 Monate später, oh, ich habe eine neue Note zurück. Was denn? 1,0. Hast du mir Muffins gemacht? Das wäre ja nicht nötig gewesen, Lenchen. Voll nett von dir. So kennt man dich doch gar nicht. Was ist los? Ist irgendwas fabriziert? Nee, das ist geheim. Das ist geheim. Oh, wir haben schon 19.18 Uhr. Schaut mal, richtig spät. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video jetzt noch cutten und hochladen soll. Was meinst du, Lenchen? Nee. Nee? Nee? Sonntag erst? Komm, ich gebe Gas. Und wenn ich es noch schaffe heute, dann müsst ihr auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben geben, oder? Das ist doch ein Deal. Du siehst ja immer, wie ich mich abhetze. Lenchen? Achso, okay. Lenchen will nicht gefilmt werden. Okay, ich verstehe es. Ja. Okay. Auf jeden Fall gibt es jetzt den letzten Tipp. Und zwar, jedes Mal, wenn du Hunger hast, jedes Mal, wenn du vielleicht ein bisschen lethargischer bist,
solltest du diesen Moment feiern, denn genau dieser Moment, genau dieser Hunger, genau dieses Leiden bringt dich einen Schritt näher. Und schlussendlich weißt du ja, warum du es tust. Du willst diäten, du willst abnehmen, du willst, keine Ahnung, Sixpack haben oder vielleicht einen Wettkampf gewinnen oder die beste Form deines Lebens erreichen. Und da wirst du um einen leichten Hunger zumindest nicht drum herum kommen. Und jetzt wäre das Beste, dass du den Hunger nicht negativ assoziierst oder die Lethargie nicht mit negativen Emotionen in Verbindung setzt, sondern sagst, ja, ich liebe den Hunger, ich liebe die Lethargie und genau diese Dinge bringen mich schlussendlich an mein Ziel. Und das ist auch der Grund, warum ich so shredded werden kann, weil ich am Ende einfach mir so hart einrede, dass es genau das ist, was mich schlussendlich so shredded macht. Und das ist auch eben so. Also bis zu einem gewissen Grad kann man natürlich Strategien fahren, um keinen Hunger zu haben, aber ab einem gewissen Punkt, und das ist natürlich auch individuell, wird man eben leiden. Und du sollst lernen, dieses Leiden zu umarmen, zu feiern, zu lieben, und dann fällt dir auch keine Diät mehr schwer. Egal was für eine. Egal, ob du nur einen Sommer-Sixpack haben willst oder auch irgendwann mal einen Wettkampf machen möchtest. Wenn du es schaffst, diese Einstellung an den Tag zu legen. Oder, Lena? Mhm. Ja, Lena approved. Damit würde ich sagen, ich gebe Gas. Schauen, ob ich es in einer Stunde schaffe, alles zu cutten. Und wenn ja, wie gesagt, dann verdient dieses Video 4 Daumen nach oben. Und zwar einen von deinem Account und 3 noch von Fake Accounts. Wenn du Fragen hast, ab damit in die Kommentare. Du guckst ja gar nicht hin. Nein. Ich will hier mit irgendwem interagieren. Ich war die ganze Zeit hier mit der Cam alleine. Ja, das ist halt so. Weil du hier nicht die Kamerafrau spielen konntest heute. Egal, Freunde. Ich bin jetzt out. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.